So, wir spielen weiter mit Wind Waker. Immer noch im Terra Temple unterwegs. Natürlich wie immer mit. The Life Force, hallo zusammen. Skype, hättest du mal die Güte, nicht gerade in Diashow-Form zu laufen? Erscheinen. Das wäre nämlich schön. Bekannt vor. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Gut, das klappt schon mal nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, das war der Raum mit den ganzen Grabschern. Aber du hast es gerade selber rausgefunden. Oh Mann, das war geil eben. Eine Sekunde später, ey. So. Das geht später noch. Das größte Problem sind in diesem Raum wirklich die Grabscher. Ja, weil sie einfach die Möglichkeit haben, einen wieder zum Anfang zu katapultieren. Und das ist schon irgendwo scheiße. Okay. Ich glaube nur, das Allerschlimmste an der Sache ist, dass diese sich so blöd aufhalten, dass man sie nicht mehr angreifen kann. Das ist leider so das kleine Problem. Aber wenn man am Rand geht, wird man nicht getroffen von den Dingern. Hab ich gerade gemerkt. Ja, das stimmt. Und selbst wenn, du kannst dich sogar mit einer Rolle noch befreien. So. Es leuchtet. Gleiches Spiel nochmal. Sei brav. Sie hat es ja ein bisschen einfacher, da sie ja fliegen kann. Schmacki. Was? Kurz Pfeil und Bogen gleich ausrüsten. Und die Flammenpfeile mal benutzen. Allerdings nicht bei dem Patscherhändchen. Ich habe da nämlich etwas gesehen. Okay. Nicht da. Siehst du da hinten das Rote? Ich möchte, okay. Gibt's davon nämlich zwei. Das gucke ich mir gerade mal an.
Das macht mich gerade mal neugierig, was das ist. Das glaube ich dir. Boah, das war knapp eben. Okay, also da ist nichts drin. Und da ist noch so ein Teil. Genau, wir haben ja noch eins. Oh, tut das gut gerade. Das ist doch etwas, was man sehr gut gebrauchen kann. Stimmt. Es würde mich jetzt wundern, wenn das klappt. Im Prinzip kann man es sich richtig einfach machen. Super einfach sogar. Wieso kann sie Items einsammeln? Nein. Aber denk mal nach, was hast du im Inventar, was du nutzen kannst? Bingo. Sag doch ganz einfach. Oh. Das ist gemein, ey. Das ist fies. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich ganz woanders. Aber wir haben die Karte. Richtig, du kannst ja immer erkennen, wo sie sich aufhält. Ach du Scheiße. Schon wieder Mumien. Ist im Erdgeschoss. Ach du Heiliger. Das ist nicht gerade... Nicht gerade nah, nein. Nee. Link, hier bin ich! Okay, dazu war der Käfig also. Zum Glück das aber auch nicht so weit entfernt. Nö. Es hält sich ja noch in Grenzen. Erinnert mich irgendwie, wenn ich das so sehe, an den Tempel von Lord Jabu Jabu. Aus Ocarina of Time. Stimmt, da muss nur mit dem Unterschied, dass es ja so Stein... Statuen waren. Oder? Nee, mehr sag ich glaube ich dazu nicht, denn du hast es ja glaube ich noch nie gespielt. Ocarina of Time. Auch Ocarina of Time habe ich gespielt. Achso, dann kann ich dir ja sagen, Prinzessin Ruto. Achso! Achso! Ja, stimmt. Wenn man das so vergleicht, da hast du schon recht. Das kann auch mal gleich weg. Huch!
So, wo waren wir bereits? Da drüben waren wir schon. Den großen Raum. Da waren wir schon. Die linke, die rechte Seite, dann muss das da die linke sein. Ah ja, stimmt. Hier. So, jetzt warte mal eben, jetzt muss ich mal selber überlegen. Auch wenn du gleich gestunt bist, was die Nebel hier angeht. Du kannst ja den Unterschied erkennen zwischen den Patschehändchen und dem Nebel. Denke ich mal. Wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man die Löcher auf dem Boden erkennen. Richtig. Und da, wo die Löcher sind, da versuchst du die jetzt zu meiden. Es ist ein bisschen wie, dass man beim Feuer, um durch den Rauch zu kommen, sich am Boden halten sollte. Mhm. Um was zu sehen. Genau das. Das ist, denke ich mal, der Trick hier dran. Du hast das gut erkannt, mein Lieber. Gibt es aber noch eine Truhe weiter hinten? Jetzt ist es ganz einfach, natürlich. Und kleiner Tipp, ich würde dir raten, jetzt alle Patschehändchen, die da sind, alle abzumurksen. Und wenn ich sage alle, meine ich alle. Du wirst schon auch merken, warum. Das war interessant. Ja, die Dinger kann man nämlich betäuben. Das habe ich mich noch gesehen. So, das Problem wäre auch geklärt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Nope. Ein paar Gegner sind ja noch im Spiel. Ich mich jetzt nicht ganz irre, müsste es der letzte sein. Könnt ihr uns auch mit Schädeln schmeißen? Das stimmt. Na, verstehst du jetzt, warum ich gesagt habe, töte sie alle? Ja. Eine weitere Schatzkarte. Und da soll mal einer sagen, es würde sich nicht lohnen, komplett alles zu erforschen. Ja. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dass sie den Schlüssel schon haben. Richtig. Jetzt können wir nämlich hier das Licht umleiten. Erstmal den Schädel spalten. Stimmt. Der stört nämlich nur.
Und macht Aua. Alter. Oh, jetzt hab ich's. Wenn es geschickt anstellen, braucht man das Licht eigentlich gar nicht umleiten. Also ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Aber wenn ich mit meinem Instrument Licht auf deinem Schiff schritt, können wir so vielleicht das Licht umlenken. Vielleicht bringt uns das ja etwas. Entschuldige, ich maße mir zu viel an. Okay. Anmaßen? Was meint sie jetzt damit? Damit meint sie, um es mal so auszudrücken, sie meint eigentlich nur, dass sie zu viel redet. Oh. Nur anders ausgedrückt halt. Lass den Geist ruhig zum Licht kommen. Versuche ich gerade. Na bitte, geht's auch. Das war doch mal geistreich. Ich gebe zu, der war verdammt noch mal flach. Nähte. Kann man immer mal gebrauchen. Geister hingegen nicht. Nö. Blödes Skelett. Oder blöder Schädel oder was auch immer. Ja, ich weiß noch, wie man das macht. Aua. Schafft auch immer mir weh zu tun, ey. Ja, gar nicht mal blöd. Das war mal ein Stein. Jetzt ist er weg. Herzen. Die kann man auch immer gut gebrauchen. Oh, der Raum. Stimmt. Voller Krimskrams. Und leider auch Gegner. Ja, stimmt, gestern wollte ich mir ja noch dazu privat was sagen. Das werde ich dann machen, wenn der Part vorbei ist. Du sollst doch nicht genau auch noch in die Türen reinrennen. Manchmal kann man da echt ungünstig stehen. Bei diesem Effekt. Yep. Das stimmt. Volltreffer. Die fallen aber auch scheiße um. Muss ich ein... LOL! Die Fledermaus kriegt die Tür in die Fresse. War auch nicht jeden Tag. Lass probieren.
Ach, so, so geht's besser. Da ist nichts. Da sind Herzen. Wer? Ich würde erstmal mich da hinten umgucken, wenn ich du wäre. Bevor du dich um die Tür kümmerst. Achso, da war's schon. Okay, alles gut. So. Und nochmal das Lied. Ich liebe dieses Lied einfach. Und zerstört. Weg ist die Tür. Ach du Heiliger, der Raum. Da vorne ist schon die Bosstür. Nur uns fehlt immer noch etwas. Nämlich der grande Schlüssel dafür. Und ich glaube, ich weiß auch, wo der ist. Untergeschoss. Im Klartext, wir müssen runter. Nice, dass du keinen Schaden genommen hast. Ach, jetzt kam der Raum, richtig. Ich wusste doch, der war hier. Der Raum mit den zig großen Spiegeln. Ich glaube, eins meiner Favorite-Rätsel hier in dem Dungeon. An sich ist das Rätsel sehr geil, gar keine Frage, aber es ist ein langwieriger Prozess. Ja. Weil man einfach ja jeden Stein zerstören muss, der hier irgendwo ist. Richtig. Und das dauert. Vor allem noch die ganzen Spiegel zu richten. Oh Mann. Aber es ist echt eine kreative Idee. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da ist eine Statue drin. Zeichen für Medulin. Lass mal was versuchen. Bringt nichts. Yep.
Ich setze das Gefühl nicht uns, dass irgendwas fehlt. Ja. So, da ist der das letzte Puzzleteil. Und ja, das Licht fehlt natürlich. Genau das. Schaffen wir uns mal einen Ausguck. Ah, 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 was sehe ich denn da? Ein Schalter. Mhm. Und da kann nur eine Person hin. Midoriya. Genau. So, ist das doch schön. Aber meine Lieben, dieses Rätsel machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.